Late Night. Das grüne Fahrzeug haben wir auch gerade gesehen mit langen Waffen. Ach, die waren das! Das ja, fällt ja, mir ja, gerade ein. Ja, 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 war doch ja ein Zeit-Action mit dem grünen Wagen, der auf einmal weg war. Ah, 50 Kokain, oder? Was? Was? Kokain? Ja, 50 Kokain, hat er gesagt. Ist das ein Durchsuchungsgrund? Ja. Freilich. Wir haben es alle gehört. Kann ich wieder mal hier zurück? Kollege. Ja. So eine Dreckstür, Junge. Dann los jetzt. Einmal stehen bleiben, die Herren. Einmal die Personalien bitte, ne? Allgemeine Verkehrskontrolle. Löchchen, bleiben Sie stehen. Er verfolgt mich. Weitere Schüsse haben so viel Bock. Was will der? Einmal stehen bleiben. Ich hab Angst vor ihm. Bro, er fällt ab. Stehen bleiben jetzt. Bitte entfernen Sie sich. Ich dachte stehen bleiben. Ja, ich hab doch. Ich singe doch nicht. Hallo, ja? Ja, ja. Was, ja? Also. Hallo. Ja, sie können noch durchgucken. Ich hab gar nichts dabei, hä? Wo Würfelpack? Was hab ich denn bitte gemacht? Okay, jetzt hat ja. Einmal die Personalien. Ja, da muss ich mich umdrehen. Ich bin wirklich ein friedlicher Mensch. Wirklich. Brieftasche. Ah, sorry. Aus Versehen. Chill mal. Okay. Ich direkt dich abgestochen haben. Hier. Die Personalausweis. War da aus Versehen? Kontrolliere den mal. Alles oder gut, war da aus Versehen? Ja, ja, das sagen sie alle. Bro, warum soll ich... So, ich such sie mal. Warum nicht ja, einmal schlagen? Ich kontrolliere sie jetzt einmal. Ja, können sie ja. Nein, ist dabei. Ja, ich kann auch mal Führerchen, alles Mögliche. Ja, okay, wir haben hier einmal eine konfiszierte Pistole. Ja, alles gut. Da hab ich schon, dafür habe ich einen Waffenschein. Ja, ja, ich guck gerade nach. Alles ruhig. Normal müsste ich einen Waffenschein haben. Also du brauchst was in der Schlag. Hallo, die Herren, ich hab doch gar nichts zu machen. Was ist denn los, die Herren hier? Die haben sie ihr Gespräch über Drogen geführt und haben ihr Widerstand geleistet. Nein, wir haben keinen Drogen. So, sie gehen jetzt bitte hier, ja, sie gehen bitte. Drogen ist nicht gesund. Bitte rübergehen. Bitte einmal die Straße. Der holt einfach seinen Pumpgun raus. Bitte die Straßenseite wechseln. Wenn Sie jetzt weitermachen, müssen wir Sie leider auch festnehmen, ja? Der Polizist könnte Sie umarmen. Ja, ja. Haben Sie das unter Kontrolle? Das kann ich nicht. Ja, ja. Natürlich. Ein friedlicher Mensch. Entschuldigen Sie, warum gucken Sie mich mit Ihrem Taser so gefährlich an? Hast du was gefunden? Oder grüße okay, Dings. Ich habe hier eine Waffe, ich muss das mal abchecken wegen Waffenschein. Ich hab vergessen. Ja, ich müsste nochmal deinen Namen. Wenn nicht, dann ist es irgendwie ein Fehler im System. Wir schauen einfach mal nach. So, was hat denn der Kollege gemacht hier überhaupt? Ich weiß selber nicht, was ich gemacht habe. Die Kollegen haben sich hier über Drogen unterhalten, dann war eine Kontrolle gemacht und die haben leichten Widerstand geleistet. Sie haben doch bestimmt irgendwas Falsches verstanden. Und jetzt haben wir hier gerade eine konfiszierte Pistole festgestellt, jetzt klammern wir das wegen Waffenschein. Ja, haben doch bestimmt einen Waffenschein. Also ich weiß nicht, was für Drogen, Mogen... Hat er denn Drogen dabei? Nee. Aber tatsächlich nicht. Aber oder wollten Sie gerade welche kaufen? Nee, auch keiner. Hat schon Spaß. Nee, der Kollege ist clean, ja. Soweit ich weiß, ist alles ungesund. Oder ja, wollten Sie mit dem Kollegen irgendwas einkaufen gehen? Sie sehen ja, ich bin aus Nee. Ich bin immer clean. Alles gut. Wir haben einfach ein paar Gespräche geführt, normale. Der Lama, ich weiß nicht, was die von mir wollen. Das ist Alec und Salam, Bruder. Was machen wir? ACAB! Also, ich, Bruder, ja. Wie lange wollen Sie mich plötzlich suchen? Kann ich nicht einfach gehen? Der Kollege guckt doch gerade nach dem Waffenschein. Fedjan! Ja. Wie? Ja. Ist das an? Ja, ist an. Weitere Schüsse am Würfelpark. Also es gibt keine Akte über ihn, also heißt das kein Waffenschein. Doch, Bruder, es gibt schon. Aber Fehler im System.
Bro. Wir haben gerade schon Funk durchgesprochen. Schusswechsel, Schusswechsel. Würfelparkgarage. Kümmern Sie sich mal lieber darum. Herr Officer! Achso, also Sie haben jetzt keinen Waffenschein, ja? Der hat keinen Waffenschein. Nein, halt stehen bleiben. Einmal festnehmen. Nein, nein, nicht festnehmen. Okay, okay. Bleib stehen. Alles gut. Im Endo, bitte. Ah, oh, Mann. Alles gut. Ja, Selemisch. Küss doch deine Augen, ja. So. Ah. Einmal die Waffe gleich sicherstellen. Ja, ja, stell die sicher. Ey, Bruder, hol mich da raus. Was macht er denn jetzt? Er fällt ab, Bruder. Ja, Bruder. Hol mich da raus. Ich hab gar nichts gemacht. Pardon, wie geht es denn? Ey, nimm mein Handy weg. Aber das krieg ich wieder, oder? Du kriegst gar nichts, ey. Komm, wir fahren. Wohin bringen wir den Kollegen jetzt? Wie lange? Wie lange, Bruder? Komm. Ja, Bruder. Das ist ein Türke. Ja. Unser Kollege? Unser Kollege ist mit denen eingestiegen. Nö, ja, da fahren wir hinterher. Läuft. Der hat bestimmt das Fahrzeug verwechselt, oder? Wir können so lange mal das Fahrzeug reparieren. Ey, ich hab immer richtig viele Repair Kits. Mach ich, alles gut. Hä? Wie kann man denn von vorne fesseln? Hä? Entschuldigung, darf ich Sie was sagen? Hallo, Entschuldigung, darf ich Sie was sagen? Ja, bitte. Nichts. So eine Eiergötter, ey. So eine Leute liebe ich. Hey, das sind unsere Boys vom Dings Mercedes, die so schnell gefahren sind. Können wir anhalten? Darf ich euch das fragen? Darf ich euch das fragen? Nein. Nein. Okay, ja, ja. Trotzdem nichts, danke. Picken Sie sich! Langsam reicht's mir, ne? Ah ja, das ist. Ich komme die Waffe raus. Nee, ja, ja, das ist. Ja, was willst du machen? So eine Leute liebe ich, ey. Alles okay? Ja, deswegen musst du einfach dasselbe Spiel mit denen machen. Ja, ja, gut, ruhig bleiben, aber. Mann, ich weiß, es juckt, es juckt immer, ne? Ja, ja, ja. Ja, ich weiß sie. Ja, so ja, weißt du? Weißt du, so ja. Ja, 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 ja. Oder so. Ja, ja, ja. Nee. Aber ne, einfach mit den eigenen Waffen starten. Ja, ja. Ansonsten gibt's nur Trouble. Ich bin da aber noch Probleme. Haben die den jetzt schon weg? Ist das ein Karlsberg oder was? Besser wäre das. Macht der rein, Bier. Was geht? Was machen Sie denn heute so noch? Arbeiten. Oh, sorry. Wow, wow, wow. Nee, nee, sorry. Okay. Wie teuer? Meins? Ja. Bis ich meins. Achso. Ausgeliehen. Okay. Aber ich glaube, es kostet 20 Bitcoins. Alles klar. Und wie lange arbeiten Sie noch heute? Noch einiges. Erlänger ich weniger. Ich bin ja schon viel länger hier. Okay. Wieso, haben Sie irgendwas vor? Ne. Vor dem Office, ja? Ich warte, später wacht noch ein Freund auf wahrscheinlich. Achso, ne, dann. Ja, dann schöne Schicht, ja. Danke gleichfalls. Tschüss. Wir können ja gerne mal vorbeifahren. Also die Kollegen da hinten im Weiß, ne, haben vom SG mit dem Messer bedroht. Ja. Die stehen da noch. In Weiß? Ja, im weißen Mercedes da vorne. Wissenschaftler V12. Die ganze Zeit Buchen machen. Die haben gerade, bevor wir kamen, den Beamten hier mit dem Messer bedroht. Ah, da vorne. Okay, jetzt ist. Da ganz vorne. Also stehen immer noch. Da, na dann. Langsam angerückt. Ja, ja. Wir sind das zwei Streifen, oder? Ja, ja. Ich denke, dann lass hinterfahren, oder? Ja, komm. Okay, komm. Ich nehme schon mal die Waffe in die Hand, ne? Jo. Da kenne ich mich da aus, da fahre ich doch mal an. Jetzt sind sie weg. Genau, das schauen wir mal. Die noch irgendwo, da sind sie doch. Die Kollegen. Ja, einmal bitte rechts ranfahren, einmal bitte anfahren. Natürlich, alles gut. Kollegen. Ja, ich fahr doch rechts ran, alles gut. Sind die das, Jungs? Ja. Okay, gut. Was wollen die? Einmal bitte alle aussteigen und zur Beifahrerseite. Natürlich, hab gar kein Problem, lieber Pete. Mhm. Ja, aber sehr kraft. Was machst du da? Lass ihn da mal runter.
Schönen guten Abend. Gesagt, lass ihn runter. Na, Mensch. Uns wurde gesagt, sie haben einen Officer von uns mit dem Messer bedroht. In Officer? Nee, nee, ja, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Also das schafft es ja nicht. SG-Beamten, SG-Beamten. So rum. Da gibt's auch einen Zeuge dafür, ne? Das wollte nicht fehlen. Hat er Gesichter erkannt oder was? Komm hier an mein Fenster. Komm hier an mein Fenster. Naja, der hat das Auto erkannt, ne, auf jeden Fall. Wie eine Reisenschachtel. Kurz weg. Ja. Ja, ja, das war gut, der ist ja jetzt nicht gerade in ein seltenes Fahrzeug, oder? Naja, klar, aber haben die was dagegen, wenn wir jetzt mal Taschen kontrollieren, ne? Naja, also bei mir jetzt schon, weil meine Taschen müssen ja nicht kontrolliert werden, warum denn? Naja, Verdacht besteht ja immer noch. Herr Officer, das ist die ja, aber ich war das nicht. Gehen, bitte. Ja, sehen Sie, das ist auch ein weißes Auto. Warum werden wir jetzt wie ausgerechnet angehalten? Ist das ein Schafter? Jungs, das ist doch ganz klar, weil ich schwarz bin. Das ist doch wie immer. Nein, Bruder, nein. Ja, doch, das ist wie immer, weil ich schwarz bin. Bruder, nein. Das ist jedes Mal so. Jedes Mal. Also hören Sie mal zu, das waren wir wirklich nicht, Officer. Das waren wir wirklich nicht. Ja, aber wie gesagt, klar, ich sag Ihnen. Nee, das möchte ich aber ehrlich nicht, dass ich meine Taschen kann. Also, das ist jetzt nicht so praktisch. Ob Sie das wollen oder nicht, ist jetzt eher irrelevant, weil wir haben ja einen Tatverdacht jetzt gerade. Wir haben einen Zeugen. Von mir aus kann man auch kurz mal kurz davor gehen und den Kollegen fragen, ne? Es steht ja, es steht ja Aussage gegen Aussage. Wir sind hier, ja. Warum brauchst du deine Waffe nicht, Schwanz? Kannst du dich mit Fäusten verteidigen? Müssen wir jetzt beleidigen, oder was? Also, es steht ja Aussage gegen Aussage. Und wir sind kooperativ und wir machen hier jetzt gerade gar keinen Stress. Wir sind doch ganz kooperativ, wir sind gleich recht rangefahren und wir reden ganz normal mit Ihnen, also... Ja, Sie haben keinen Beschluss. Von daher ist es ja... Wir dürfen das gar nicht, was wir machen. Deswegen möchte ich nicht, dass Sie mich durchsuchen ohne Grund, weil das ist mein gutes Recht. Haben Sie das gehört, Herr Officer? Haben Sie das gehört, Herr Officer? Fassen Sie diesen jungen Mann nicht an! Haben Sie eigentlich Ihre Waffen draußen? Haben Sie Angst oder was? Ja, das frage ich mich eigentlich auch. Wir fühlen uns schon ein bisschen mit ganz normale Sicherheitsmaßnahmen. Ja, so mal Sicherheitsmaßnahmen. Na, aber es reicht doch ein Taser. Wir sind nicht bewaffnet, wir ziehen nicht aus. Das wissen wir ja nicht. Wir sind recht rangefahren. Deswegen gibt es keinen Grund, scharfe Waffen gegen uns zu erheben. Ja, das ist ganz einfach. Ich bin schwarz, vier weiße Polizisten. Richtig, wir nehmen Hände hoch, wir machen nichts Schlimmes gegen Sie. Und Sie stehen hier mit scharfer Waffen. Ich sag's dir. Also, da fühle ich mich ein bisschen. Ich sag's dir. Lass mal Masken ab. Wie bitte? Masken ab. Das ist unser Masken Recht. Ab. Ja, hier, ist ne? Verboten. Wieso ist die verboten? Das möchte ich jetzt wissen, warum. Vermummungsgesetz ist verboten. Aber das ist nur an gewissen Zonen verboten. Hören Sie mal zu. Nein. Natürlich. Erst recht, wenn Sie mit reden. Nein, das ist keine zugelassene Maske. Oh, gehen Sie mal bitte weg. Entschuldigung. Oh, sehen Sie, deswegen habe ich meine Maske auf. Ist ganz schrecklich heute. Oh, es tut mir leid. Können Sie sich befassen werden wie ich? Können Sie es nicht? Aber das Vermummungsverbot gilt doch nur an gewissen Zonen. Ja, also Jungs, kommt, also es gibt wirklich mit uns kein Problem so weiter. Lass uns einfach ziehen. Ich sage jetzt einfach es gibt wirklich kein Problem mit uns. Putz! Wir haben nichts Schlimmes hier gemacht, keinen Stress verursacht. Sind wir nicht also ich weiß nicht, was der sich da hinten ausdenkt, aber wir waren es nicht. Jetzt wirklich, Officer. Okay, wir belassen es erstmal bei einer Verwarnung. Hey, ja. Kollege. Hey, wenn das so weitergeht, ne? Das ist hier nicht so eine Fraktion. Wir fahren jetzt für vermehrt Streifen, das ist nur als Hinweis. Ja, falls es Ärger gibt. Ja, ja. Beim wir nächsten Mal. Nee, ich sag's ihm bloß, weil wir müssen es ja auch sagen, ne? Okay. Ansonsten ist noch einen schönen Abend. Bitte schön. Danke. Tschüssi. Können wir mal das Auto? Können wir das Auto mal einmal reparieren? Ich sag's euch, Jungs, immer wenn ich schwarz werde, immer wenn ich. Ach du Scheiße! Das hier ist nicht normal, ey. Hier ist ja, Bremse und Gas vertauscht. Wie soll ich ja, das ist wirklich. Ja, das da ist ja Bremse und Gas vertauscht. Oh mein Gott! Ja. Ach du Scheiße! Sag mal, geht's denn eigentlich noch gut oder was? Scheiße! Jetzt reicht's! Hier oder was, ne? Achten Sie mal auf den Wagen! Wir hätten einfach wegfahren können, ganz einfach wegfahren können. Ja, hören Sie doch zu, Herr Officer. In dem Wagen ist aber gehören Sie eigentlich dazu? Was wollen Sie eigentlich? Haben Sie irgendwie eine Mission? Ist das, Gaspedal, das ist mir egal, ob das Gaspedal falsch ist oder nicht. Gucken Sie mal auf den Schaden jetzt, Herr Officer. F90 beim PD. F90 PD. Los. Herr Officer, schauen Sie mal. Festnehmen wir aus welchem Grund? Wir sind gegen unser Polizeifahrzeug gefahren, ganz einfach. Ja, hören Sie mal zu. Ich habe einfach nur die Bremse mit dem
mit dem Gaspedal vertauscht, aus dem Grund, Herr Officer. Wo 77? Von dem Auto einfach der. Ich hatte ein PD, da war ein lila eine Lamborghini, der uns was verfolgt hat, auf uns geschossen. Sie dürfen mir einfach. Ach, beim alten PD? Passen Sie auf, Sie dürfen mich nicht einfach so fesseln. Sagen Sie bitte. Selbstverständlich. Sagen Sie bitte, was gegen mich. Sie haben gerade einen PD, der fast umgefahren ist. Oh, beim alten PD? Nee, der hat mich schon umgefahren, der hat hier niemanden umgefahren außer mich. Und ich hab damit kein Problem. Schaden aufgekommen. Das wäre ja gar kein Problem gewesen, oder? Warum ist der eigentlich noch zu gut, oder was? Warum müssen wir nicht mich umgefahren? Haben die was mit das? Nee, der ist nicht ein bisschen Riss, die Pommes ist. Der mich da genauso. Oh, nee. Danke, weißt du? Ciao. Steig ein, wir rennen ihre Fahrzeuge und fahren weg. Das hat gar keinen Sinn mit ihnen hier. Nein, ich hab den Teppich, mein Schiff. Oh, das war aber knapp jetzt. Das ist doch einfach nur peinlich, jetzt mal ehrlich. Ja, ja, deswegen also, lass es abmarsch. Keine Zeit dafür, keine Zeit dafür. Einfach wegfahren. Absolut peinlich, nichts zu tun, ganz einfach so. Ja, vereidigt ihr sich. Wie schön, noch einen schönen Dienst, ja? Ina, ciao, ciao. Ich hab verdient. Gesucht nach einem Lieder in Lamborghini, zwei Nutzzivis drin, die Leute Schusskost drücken. Ich hätte jetzt voll über eine Füße fahren, Alter. So, ich würde jetzt zum PD fahren, Kollege, was habt ihr vor? Pass auf. Gleich den weißen Mercedes anhalten. Wo war letzte einmal zur PD, ich mach dann Feierabend, das reicht mir für heute. Aber wenn wir jetzt hier was gemacht hätten, wäre das übel ausgegangen am Ende. Weil die waren dann am Ende mehr. Deswegen ja, deswegen habe ich gesagt, wir machen eine Verwarnung. Muss ja nicht heißen, dass jeder von den Waffen hat. Nein, aber du weißt es ja nicht. Ja, das stimmt. Und die waren am Ende zwei mehr als wir. Ja, das ist schon ganz gut gelöst, glaube ich. Das ist in Ordnung so. Der hat auch nichts irgendwie dabei, aus ein paar Schutzwesten. Dinger. Hast du kontrolliert oder was? Ja, ich habe ja. Das war doch der euch angefahren hat, oder? Nicht, dass ich den jetzt hier gefesselt habe. Nee. Könnt ihr es einmal markieren, Kollegen? Was PD? Ja, erster Tag, Jungs, Namen suchen. Hier rechts, der Lieder links. Und gleich wieder links. Ja. Links. Sie kennen das wahrscheinlich. Gerade, ja. Jawohl. Ja, ich habe eine Orientierung mit dem Baum, ich brauche auch. Orientierungssinn ist noch nicht vorhanden. Nee, das kommt noch. Kommt doch, Zeit. Das kommt noch. Ja. Das ist das Wichtigste. Im Kopf habe ich auch keine Orientierung, tut mir leid. Sie machen jetzt Feierabend hier, oder was? Wir brauchen Sie doch noch. Wieso, was haben Sie denn noch vor? Bestimmt heute noch hier was vor. Rechts. Wann? Und jetzt gerade weiter. Gerade weiter, gerade weiter. Ja. Machen wir. Kennt die Abkürzung. Richtig. Immer gerade. Ich hab nichts gesagt. Meine Güte! Jetzt weiter hier gerade! Nein, das war verärgert. Fahren Sie da lang. Egal. Solange der Fahrlehrer nichts sagt, fahren Sie geradeaus. Das ist. Ich hab nicht rechts gesagt! Ich fahr jetzt hier lang, ist es mir nicht. Und rote Ampel auch noch mitnehmen. So. Haben Sie eigentlich den Führerschein? Ich hab den Führerschein im Lotto gewonnen tatsächlich, aber es hat gereicht. Okay, aus dem Kaugummiautomat. Ja, wahrscheinlich. 50 Cent, ich meine. 50 Cent, ne? Oder beim Skat gewonnen. What? Der brennt ja. Was ist hier? Feuer! Feuer! Ach, oh. Scheiße, eingeparkt. Das war so einwandfrei eingeparkt, Jungs. Also jetzt mal. Naja. Naja. Kann mir einer eine Frage nicht antworten? Ja. Welche denn? Einer draußen möchte einen Waffenschein erwerben. Und die Frage ist? Ich muss los. Ich muss schlafen. Ich kann das nicht machen, ich bin noch Rekrut. Tatsächlich auch nicht. Der Junior Officer kann doch. Der Junior Officer. Ja, der muss ja mal mitkommen. Ich auch. Junior Officer. Ja, ich wollte auch schlafen gehen, aber ich begleite sie noch mit. Komm. Einmal runter vom Gelände, bitte. So, wer will den Waffenschein? Der aller Rekrut hier, ne? Oder was? Da los. Natürlich. Ja, hier kommt richtige Verstärkung. Moment. Machen wir wenigstens alle am Samstag bei der Ausbildung mit? Natürlich. Was ist denn? So, wer möchte hier einen Waffenschein? Ich bitte. Der mit der roten Hose. Ist eigentlich die Ausbildung? So, der Kollege, da, der mit der roten Hose. Mit der roten Hose da. Dritter Stock. Rein hier. Ich bin zu faul. Den da. Einmal rein hier. 77. Wo bist du? Geh mal run. Mit der roten Hose bitte zum Kollegen hier. Ja. Der ist der Führerschein, können Sie das machen? Warte, das ist der größte Ehrenmann auf der ganzen Welt, der Typ hier. Ich hab mit denen zusammen am Mechaniker gewartet. Wir standen da eine halbe Stunde gefühlt. Ja, und ich war wie ein Dieb. Kollege, ne, wie geht mal hoch hier, weil hier ist es blöd. Geht mal hoch. Ja, Schuss ist ja bei mir. Ist der Führerschein. Alles klar, der Schuss ist schon draußen bei dem. 10.000 BLM. Sowas war das. Ich verstehe gerade keinen Ton. Was? Da ist der Führerschein heutzutage. Führerschein?
Ich denke, der wollte einen Waffenschein haben. 10k. Machen wir 100 raus, ja? Bei Sie sehen, kriegen Sie noch einen Bonus, machen wir 200. Ach, da, jetzt. Das ist doch vernünftig. Das müssen wir dann machen. 6 Schreiben euch, ne? Wie in den Chapter einschreiben. Genau. Jetzt bettelt hier schon einer. Ich glaub's ja nee, ey. Immer schlimmer, ja, Junge. Würfelpark 2.0. Langsam wird's schlimmer wie im Würfelpark. Ja. Wir müssen alle durchgreifen. Tourismuspunkt hier Nummer 1 bald. Gibt's euch noch die Fahrradstreife? Ja, ja. Die ist gerade nicht aktiv. Mehrere Fahrzeuge. Sag doch Helm. Natürlich. Wenn ihr Inspektion braucht, sag Bescheid. Ja, freilich. So, hier ist Ruhe, jetzt kannst du in Ruhe hier. 99, wir werden beschossen. Ja, Standort. Bist du Schwede? Jetzt zwei Fahrzeuge. Hier, könnt ihr sehen. Jonas. Und sieh dir mal bitte die Maske ab hier, am PD. Das ist keine Maske, das ist mein Gesicht. Das glaube ich Ihnen nicht. Ich habe echt Verbrennung erlitten. Das sagen sie alle. Das sagen sie. Ich war in einem Auto mit meiner Familie, ein Unfall, ich war der Einzige, der überlebt hat. Aber auch gerade nur, weil ein Medic, Officer Johnson, Medic Johnson mich rausgeholt hat. Okay. Ich war 4 Monate rein hier, bist du rum? Das ist ihr Kollege, nicht ich. Wir sind schon sprechen. Wir sind gerade abgehauen, es waren zwei Arcadio Center, Arcadio Center. Ja, super. Caio. He's clean. Auf muss doch mal, ne? Na, Pinkel. Ich bräuchte mal einen Officer. Habt ihr den Standort? Meine Akte. Oh. Muss ich meine Akte noch anlegen? Mein Gott. Ich hab noch nicht meine Akte. Das ist ja gut. Ich leg ihm meine Akte an. Nee. Dann ist es sehr gut. Dann ist es sauber. Es soll gleich regnen. Ich will ja keine Akte. Sie brauchen aber eine, wenn sie den Waffenschein haben wollen. Akte ist einfach ein Mist. Bleib mal unterm Regenschirm. Es soll gleich regnen. Oh no. Wird deinem Gesicht mal gut tun. Kühl. Kriegen Sie den Purple Lamborghini? Ja, wie ein Lamborghini. Ich weiß, dass ich heiß bin. Komm mal her. Ja. Hi. Wie ist Kontakt zu dem Lamborghini? Ich würde Officer, gerne eine Anzeige erstatten. Sie sind weiter. Für Anzeige. Sie eine Rose. Gegen wen? Gegen was? Was passiert? Ja, das ist eine gute Frage. Okay, danke. Wo hat's gelegen? Ja, da darf man sich immer mal aufgehört, ne? 19, 10, 2.